Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um schöne Osterideen und zwar Geschenke mit Ferrero-Küsschen. Ich habe euch drei verschiedene Ideen mitgebracht, die bestimmt bei euren Liebsten richtig gut ankommen werden und wo ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn ihr sie nachmacht. Außerdem, da dieses Video wieder in Zusammenarbeit mit Ferrero ist, habe ich auch noch ein richtig tolles Gewinnspiel, dazu aber am Ende des Videos. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei den Ideen. Für unsere erste Idee benötigen wir zum einen Tonpapier und diese Hasenschablone, die ich euch auf dem Blog kostenlos zur Verfügung stelle. Link dazu ist in der Infobox. Und diese Schablone müssen wir als erstes auf unser Tonpapier übertragen. Bevor wir es ausschneiden, möchten wir es noch etwas interessanter gestalten. Und dafür habe ich mir einen weißen Marker genommen und diese weißen Punkte auf dem Hasen aufgemalt, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. So sieht es einfach noch etwas schöner und interessanter aus. Als nächstes schneiden wir natürlich den Hasen aus. Und bei besonders kleinen Dingen nehme ich gerne eine Nagelschere oder eine kleinere Schere, denn das lässt sich einfach besser schneiden, so als kleiner Tipp. Außerdem habt ihr in der Vorlage zum Download auch noch so ein kleines weiteres Stück, das ihr ausschneiden müsst. Das ist unser Podest, das wir gleich in die Mitte kleben. Anhand der Schablone seht ihr, wo die Falzlinien sind und die müssen natürlich jetzt umgefaltet werden, damit ihr dann am Ende das Ganze zusammenbauen könnt. Das heißt, sowohl bei dem kleinen Podest als auch bei dem Hasen an sich. Das ist aber wirklich gar nicht schwer und geht ganz schnell. Damit es noch einfacher ist, nutze ich gerne ein Lineal. Das hilft mir einfach, die Linien gerade umzuknicken und deswegen das als kleinen Tipp noch für euch. Danach müssen wir zuerst das Podest zusammenkleben. Ich habe hier Bastelkleber genutzt und danach habe ich dann mit weiterem Bastelkleber das Podest auf den Hasen, also in die Mitte des Hasens, leicht nach vorne versetzt geklebt. Da kommt nämlich jetzt unser Ferrero-Küsschen drauf. Das habe ich mit doppelseitigem Klebeband drauf geklebt, damit es auch wirklich hält und nicht in der Verpackung umherwirbelt. Außerdem brauchen wir ein weiteres Ferrero-Küsschen, das dürft ihr jetzt aufessen. Und die Verpackung nutzen wir für ein kleines Namensschild. Dafür habe ich einfach mit einer Schere ein Stück von diesem wunderschönen Kupferpapier ausgeschnitten und mit weißem Marker den Namen für die Person, an die das Geschenk gehen soll, aufgemalt. Außerdem ein kleines Loch an die Seite gestochen und dann am Ende noch zurechtgeschnitten. So sieht das jetzt am Ende aus und wir können das endlich zusammenbauen. Dafür einfach die vier Wände nach oben klappen. Ein passendes Stück Garn raussuchen. Ich habe hier ein orangefarbenes genommen. Daran wird natürlich noch das Namensschild befestigt. Und zum Schluss können wir eine kleine Schleife binden, damit das Ganze noch abgerundeter aussieht. Natürlich dann noch die überstehenden Reste des Garns abschneiden. Und so habt ihr ein richtig schönes Tischkärtchen oder ein Mitbringsel für eine Person könnt ihr sowohl als kleine Deko nehmen, als auch als Mitbringsel oder als Geschenk für Ostern, wie ihr möchtet. Für meine zweite Idee benötigen wir ein altes Glas sowie ein Hasensticker. Auch hier habe ich euch drei verschiedene Hasenformen zum Download zur Verfügung gestellt. Das müsst ihr dann einfach nur auf Stickerpapier übertragen und dann auf euer Glas kleben. Als nächstes habe ich das Ganze orange angesprüht und anschließend den Sticker wieder entfernt, wodurch ihr jetzt so ein kleines Guckloch habt, durch das man dann eben immer noch in das Glas schauen kann. Auch den Deckel müsst ihr natürlich ansprühen, habe ich hier in weiß gehalten. Und jetzt brauchen wir unsere cremigen Schokoeier von Ferrero Küsschen und diese habe ich dann in das Glas gefüllt. Für diese Form bzw. diese Größe habe ich zwei Packungen benötigt. Da habe ich dann eben am Ende auch nochmal etwas Garn drum gebunden, eine Schleife reingemacht und so ist auch schon euer zweites Geschenk. Super schnell fertig, ist auch ein tolles Upcycling-Projekt mit alten Gläsern, die man eben nochmal für ein zweites Leben verwendet. Als Geschenk finde ich richtig, richtig toll.
finde, es sieht auch richtig lecker aus, weil man eben die ganzen Schokoeier schon sehen kann. Hier seht ihr nochmal die Übersicht. 4 verschiedene Sorten gibt es. Für meine dritte Idee brauchen wir ein Stück Papier in den Maßen 18 x 18 cm und wir müssen es als erstes diagonal einmal falten, dann wieder aufklappen und auf der anderen Seite diagonal falten. Als nächstes falten wir es horizontal einmal in der Mitte. Danach klappen wir es wieder auf, falten dann den unteren Teil bis zur Mitte und so machen wir es auch mit der anderen Seite. Diesen Teil klappen wir dann nochmal auf und falten zur neu entstandenen Falzlinie nochmal um, auf der anderen Seite genauso. Und zum Schluss müsst ihr dann den unteren Teil bis zur zweiten Falzlinie klappen und nochmal falten. Das auch mit der anderen Seite machen. So habt ihr jetzt dieses Streifenmuster, das benötigen wir nämlich für unser DIY. Als nächstes nehmen wir uns das so, dass wir wieder die untere Seite bis zur zweiten Faltung klappen. Und jetzt müssen wir diese Seite mit dieser Falzung, die ihr hier seht, bis zu dieser Falzung einfach festdrücken und dann das Ganze einmal umdrehen. Denn jetzt müssen wir den oberen Teil so umklappen, anschließend dann wieder zurückklappen, dass ihr dann die gleiche Höhe habt wie auf der anderen Seite und dann so umfalten, dass ihr den gleichen Hasenkopf auf dieser Seite erhaltet. Als nächstes falten wir das Ganze so nach hinten um, falten es wieder auf, anschließend falten wir ein kleines Dreieck rein und dadurch können wir jetzt diesen vorderen Teil der Nase so nach innen umklappen. Hinten müssen wir auch so ein Dreieck einfalten und zwar muss das wirklich gut gefaltet sein, also nochmal ein bisschen festdrücken, denn jetzt möchten wir gerne diese Zickzacklinie etwas genauer falten. Das heißt, ihr seht, dass da so eine Zickzacklinie ist und da müssen wir das Ganze so umfalten, dass es am Ende so aussieht. Jetzt falten wir den hinteren Teil auf, klappen ihn einmal um und machen das mit der anderen Seite auch. Dann sollte es so aussehen. Als nächstes schauen wir von oben rein und klappen das Ganze nach innen um. Jetzt müsst ihr hier auf der anderen Seite so ein Dreieck einfalten, damit das auch wirklich gut umgeklappt werden kann. Das Ganze wiederholen wir dann auf der anderen Seite. Also einmal nach innen umschlagen. Und dann dieses Dreieck einfalten. So sieht euer Hase jetzt inzwischen aus. Als nächstes müssen wir die vordere Seite einmal so umklappen auf beiden Seiten. Danach falten wir das Ganze nochmal um, sodass man schon etwas mehr von den Ohren erkennen kann. Und die Schnauze auch nochmal einmal nach innen umklappen. Das gleiche jetzt nochmal auf der anderen Seite. Und nun sieht der Hase schon fast fertig aus. Als nächstes müssen wir nämlich jetzt noch die Füße einklappen, das heißt dort einmal umklappen und dann nach innen falten, sodass man die nicht mehr sieht. Dadurch wirkt es einfach ein bisschen runder. Und zum Schluss können wir das Ganze jetzt aufhalten, einfach den Boden nach unten drücken, sodass es aufgeht. Und dann haben wir unser Grundgerüst für unseren Origami-Hasen. Da habe ich als erstes 2 weiße Servietten reingemacht, einfach damit es etwas besser gepolstert ist. Und danach kamen wieder diese cremigen Schokoeier von Ferrero-Küsschen sowie einzelne Ferrero-Küsschen in den Hasen. Und so habt ihr auch ein richtig tolles Mitbringsel und ich glaube, die werden auch ganz viele Leute begeistern. Und
da sind wir auch schon wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Ideen gefallen euch genauso gut wie mir. Und ich möchte euch natürlich nicht mehr so lange auf die Folter spannen und euch vom Gewinnspiel erzählen. Und zwar verlose ich 3 Überraschungspakete mit Ferrero-Produkten. Einmal auf Instagram, auf dem Blog und hier auf YouTube. Wie ihr auf Instagram und dem Blog mitmachen könnt, erfahrt ihr auf den jeweiligen Plattformen. Die Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr auf YouTube mitmachen wollt, dann schreibt mir einfach unter dieses Video in die Kommentare, welche Person ihr gerne noch dieses Jahr an Ostern beschenken möchtet. Welche Person darf auf gar keinen Fall fehlen? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir unten rein. Und ansonsten findet ihr alle Teilnahmebedingungen, zum Beispiel wie lange das Gewinnspiel läuft oder wer alles mitmachen darf, auch unten in der Infobox. Wenn ihr Lust habt, noch mehr Bastelideen mit Ferrero umzusetzen, dann unbedingt auf den Link klicken in der Infobox. Kreativ mit Ferrero heißt die Seite. Dort findet ihr noch ganz viele weitere Bastelideen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!